Hallo, liebe Freunde vom spirituellen Heute-Journal. Und ganz unerwartet an einem Dienstag, weil ja demnächst Vatertag ist und ich morgen einen Live-Vortrag habe und nicht hier ein Interview machen kann, haben wir gesagt, jetzt machen wir heute eins. Und mein Gast ist Gianni Balducci. Ihr werdet ihn schon kennen. Und wir haben ein ganz spezielles Thema heute. Und zwar, wir werden darüber sprechen, Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Und da meinen wir nicht diese Fähigkeiten, dass einer sagt, der kann vielleicht Klavier spielen und der andere kann singen, sondern es geht über diese, sage ich mal, normalen Fähigkeiten, Anführungsstriche, hinaus. Hallo Gianni. Ja, hallo Nepomuk. In der Geschichte der Menschheit gab es immer wieder, ist ja bei den Propheten schon losgegangen, wie Moses sein Volk, sage ich mal, heimgeführt hat und dann eben diese Wunder vollbracht hat und das Meer gespalten hat. Oder da gibt es ja unzählige an Geschichten, Menschen, die levitierten, wenn sie gepredigt haben. Es gibt Menschen, die, wie Christus, der sagt, steh auf und geh, die Spontanheilungen vollbringen konnten. Der letzte große Heiler bei uns, glaube ich, war Bruno Gröning in Deutschland hier. Was sagst du dazu, zu diesen Menschen? Was unterscheidet die von uns Normalos? Also wichtig ist für mich mal zu sagen, jeder Mensch hat eine besondere Fähigkeit, weil jeder Mensch Gaben hat und Fähigkeiten. Nur gibt es bestimmte Gaben, die, sagen wir mal so, sind ein bisschen außerordentlicher als andere. Es gibt Gaben, die werden in der Menschheit gegeben, wo Menschen zum Beispiel auch für unsere Zivilisation, in unserem Alltäglichen, das merkt man dort, wo die Talente sind, diese Gaben auch wirken. Aber es gab auch immer wieder Menschen, sagen wir mal so, die hatten sogenannte Gaben und Fähigkeiten auch über Zeit und Raum. Das heißt, weil sie selber in einem Bewusstsein waren, nicht mehr individuell im Bewusstsein, sie waren verbunden die ganze Zeit und sich bewusst im universellen Bewusstsein. Das heißt, in anderen Worten, sie waren sich bewusst vom Bewusstsein Gottes. Das heißt, wo alle Möglichkeiten schon enthalten sind. Ja, und auf dieser Erde gab es immer wieder Menschen, wo das aufgezeigt haben, dass da alles möglich ist, dass alles geschehen darf, was auch wichtig ist, weil sehr vielmals war es ja für die Menschen so, dass sie in ihrer Geschichte so gefangen waren, sagen wir mal, wie in einem Drehbuch. Und da brauchte es mal jemand, der eine Rolle spielte außerhalb des Drehbuchs, um den Menschen zu zeigen, dass es nämlich auch noch mehr gibt als das Drehbuch, was wir als Menschen kennen, als die Programme, die Muster, die wir im Alltag erleben. Ja, und da gibt es unzählige Menschen und eben Männer, Frauen, Kinder, ältere Menschen, wo immer wieder solche Sachen aufgezeigt haben. Und die Palette ist unglaublich, weil jede Fähigkeit ist ja eigentlich möglich. Alles, was sich der Mensch vorstellen kann, ist auch möglich, weil er kann es sich nur vorstellen, weil diese Möglichkeit schon existiert. Und es hat auch immer wieder Wesen gehabt, hier auf der Erde. Ja, die haben diese Möglichkeiten eben auch aufgezeigt. Es gibt ja auch, wir wollten zwar nicht drüber sprechen, aber es gibt ja Wesen, die uns besuchen, die eben diese Möglichkeiten auch in die Realität umgeschaltet haben oder das ganze Kollektiv dieser Zivilisation dann über diese Möglichkeiten, erweiterten Möglichkeiten verfügt, die wir noch nicht haben. Ja, das gibt es, weil es ist so, wir müssen vielleicht mal etwas außen vor lassen. Der Mensch denkt immer noch sehr stark, oder viele denken das, wenn Wesen kommen oder auch Menschen mit besonderen Fähigkeiten, verbindet man das sehr schnell eben auch mit vielleicht einer religiösen Person früher, Mystiker, oder jemand, wo vielleicht wo das eigene Bewusstsein sehr stark aktiviert hat. Aber wenn wir mal diese Geschichten mal weglassen und einfach mal wissen, uns bewusst werden, es gibt ein Feld und dieses Feld ist vollkommen. Dieses Feld war, ist und wird immer sein. Das ist absolut. Und wir Menschen, wir kommen aus diesem Feld. Aber hier auf der Erde haben wir vergessen, dass wir von diesem Feld sind und orientieren uns an diesem Erdenkleid.
Eines Tages erinnern wir uns vielleicht mehr und mehr oder durch eine Situation werden wir uns bewusst, dass es mehr gibt, desto mehr, dass wir uns mehr öffnen. Auf einmal geschehen sogenannte kleine Wunder oder größere Sachen, die unmöglich sind, geschehen. Jetzt geht es aber darum, desto mehr, dass man sich bewusst wird, und man würde eigentlich das auch so sagen, in der Form einer Intention setzt, ja, kann man aus diesem Feld sehr viel bewirken. Ja. Jetzt kommt aber etwas dazu, um dieses Feld kraftvoll zu nutzen können, bedingt es etwas. Es bedingt der Mensch, der hier lebt, also ich erzähle es mal in einer anderen Form schnell, stellt euch vor, dieses Feld ist das Gleichgewicht im Gleichgewicht. Wenn ein Mensch hier auf der Erde ist und er ist nicht im Gleichgewicht, dann wird es schwierig sein, aus diesem Feld Kraft fließen zu lassen. Auch dort gibt es aber Möglichkeiten. Es gibt sogar Menschen, die sind menschlich gesehen nicht im Gleichgewicht, aber sie können sich zur Verfügung geben, in einer Trance würde man das sagen, dass sie auch dann sich öffnen könnten, dass diese Kräfte auch wirken können. Aber dann ist es so, das ist wirklich die Ausnahme. Das heißt, wenn das passiert, dann ist wirklich so, dass die Person nicht mehr da ist. Das ist ein hundertprozentiges Volltrance-Medium. Von denen gibt es eigentlich sehr wenig. Da kommt die nächste Frage, Gianni. Und zwar, du warst ja auch in Brasilien bei dem Joao, der tausende von Menschen geheilt hat. Den haben sie jetzt eingesperrt, weil ihm ein paar Frauen angezeigt haben. Und da stellen sich natürlich viele Menschen die Fragen, wie können sich, sage ich mal, so liebevolle Wesen durch Menschen wirken, die eigentlich menschlich sagen, vielleicht nicht im Gleichgewicht sind und vielleicht Dinge tun, die wir vielleicht verurteilen. Okay, erstens mal etwas, wir fangen mal an. Erstens ist es so, dass João de Deus niemanden geheilt hat, weil nicht er hat geheilt, er hat sich zur Verfügung gegeben als Gefäß, dass die unterstützenden Kräfte durch ihn wirken können. Und dort, wo es geschehen durfte, geschah Heilung. Ja, und das hat aber nämlich auch mit der Bereitschaft von jedem, wo er gerade auf seinem Weg war. Bei João de Deus ist es so, João de Deus ist wirklich, ist und war ein Volltrance-Medium. Das heißt, jedes Mal, wenn er inkorporiert wurde, war er nicht da. Diese Frage habe ich mich ja immer wieder auch gestellt. Ich durfte auch in Brasilien sein. Ich habe das ja auch erlebt dort, wie das ist. Ich habe die Kräfte der Wesenheiten erlebt. Und wer diese Liebe mal gespürt hat, der weiß in dem Moment, das ist nichts Menschliches. Aber ich möchte auch schnell etwas dazu sagen. Ich habe auch João de Deus erlebt als Mensch. Und ich habe sehr schnell dort auch für mich einen Unterschied gesehen. Ich habe das nicht gewertet, das ist richtig oder falsch. Aber ich habe gemerkt, wenn er inkorporiert ist, ist das ganz anders, als wenn er als Mensch da ist. Jetzt ist es so, wir sind alles Mensch. Und jeder hat ja seine Geschichte. Und jetzt, vor allem bei ihm, war es wirklich so, dass er in dem Moment, wenn er inkorporiert war, war er weg. Und darum konnte es das überhaupt so fließen, sonst wäre es gar nicht möglich gewesen. Was aber noch dazu kommt, ist, was viele Menschen vergessen, ist, dass der Ort in Brasilien, der ist ganz speziell, weil der Ort, wo dort war, so und ist noch, Abajania, ist auf einem Kristallberg gebaut, diese Stätte, wo dort ist. Und das heißt eigentlich, dort sind die Kräfte schon so intensiv, auch ohne ein Medium, weil die Kräfte schon so stark wirken, sagen wir mal so, dort ist die Brücke von Himmel und Erde sehr nahe beieinander. Ich habe das selber ja auch erlebt. Ich bin nach 7 Jahren, als ich in Brasilien war, wieder mal nach Brasilien gegangen. Ich wollte Danke sagen für die Unterstützung, die ich bekommen habe. In dieser Zeit war ja João de Deus schon verurteilt worden und er war weg. Und für mich selber, also ich habe dort, und das war noch spannend, beim zweiten Mal noch mehr erlebt. Als beim noch ersten mehr? Mal. Ja, noch mehr erlebt, ja. Und weil die Wesenheiten, die Kräfte dort wirken. Aber das hat auch etwas verändert. Das heißt, ab dem Moment, wo er eigentlich auch weg war, hat sich die Frequenz dort verändert. Sie wurde wieder feiner, wurde wieder klarer. Weil eben auch João, ja, er hat seine Geschichte gelebt, er hatte auch ja, eine Geschichte, wie er das machen wollte. Und ich glaube einfach als Mensch, sagen wir mal so, als Mensch ist er nicht so reif, weil er hat wirklich die größte Zeit in seinem Leben, hat er sich seinen Körper zur Verfügung gegeben. Stellt euch mal vor, wenn es eine Person gibt, die 75 ist und die
in diesen 75 Jahren, sagen wir 50 Jahre davon, immer jeden Tag 8 Stunden den Körper einfach hingibt, bleibt nicht mehr viel als Mensch, um Erfahrungen zu machen. Ne? Mhm. Aber für mich ist ganz klar, wenn jemand etwas gemacht hat, soll er auch gerade stehen für das. Aber die Frage war ja auch immer, wie ist es dann möglich, dass jemand, wo so etwas gemacht hat, trotzdem solche Kräfte wirken? Es ist nur dann möglich, wenn jemand in dem Moment ein Volltrance-Medium ist. Jetzt, ich weiß, es ist nicht ganz einfach, aber ich werde das jetzt auch noch sagen. Jeder Mensch hat mal etwas gemacht, was nicht im Gleichgewicht war. Und vielleicht nicht nur jetzt, vielleicht auch in einem anderen Leben. Und ich wäre einfach ein bisschen vorsichtig dort, man auch Menschen verurteilt. Ja, es hat mal jemand den Menschen gesagt, er und sie, wo ohne Sünden sind, sollen die ersten Steine werfen. Es soll keine Wiedergutmachung sein für das, was Joao gemacht hat. Weil ich finde es auch richtig, dass wenn er das gemacht hat, dass er auch diese Strafe bekommt und das eben auch ausgleicht. Aber wichtig ist, dass man sich auf sich konzentriert. Ich durfte so vieles erleben von Menschen, die dort das erlebt haben. Ich durfte selber erleben an mir, was geschehen ist. Ich durfte aus dem erleben, was wiederum mit mir geschehen ist, mit ganz vielen Freunden, die ich auch kenne, wo diese Kräfte auch wirken. Ja, und ich bin ehrlich, ich bin bei mir ist es so, ich spüre die Kräfte, die Wesen, die durch mich wirken, aber ich darf das auch immer wieder beobachten. Darum ist es für mich auch sehr wichtig, dass man ein Leben im Gleichgewicht lebt, in der Liebe, weil ich bin mir auch sehr bewusst von den Gesetzen, von den universellen Gesetzen, die auf mich wirken. Ja, und das ist für mich ein Dürfen, diese Gesetze immer wieder zu respektieren, anzuwenden, zu leben, weil ich weiß, so, dass man mehr und mehr in einem Gleichgewicht sein kann. Da gibt es ja auch Menschen, die nicht nur diese ja, Gabe haben in Trance oder durch denen, dass die Heilströme kommen, sondern die Gabe haben, in die Zukunft zu blicken, in andere Zeitlinien, würdest du sagen, um Prophezeiungen zu machen, was auf die Menschheit oder jemand einzeln zukommt. Da gibt es ja Nostradamus oder bei uns hier gibt es ja Irlmeier etc., der sehr viele Sachen vorausgesagt hat. Und ich glaube, das gehört auch mal ein bisschen die Klammer mal aufgemacht, weil es gibt ja nicht nur eine potenzielle Zukunft, sondern es gibt verschiedene Zeitlinien. Ja, wichtig ist mal zu sehen, der Mensch bewegt sich immer auf einer Zeitlinie. Das heißt, in diesem Bewusstsein, in diesem Moment, ist diese Zeitlinie jetzt, wie sie ist. Würde man heute, wenn jetzt ein Seher da wäre oder ein Mystiker, dann würde er in dieser Zeitlinie sehen, welche Evente in dieser Zeitlinie geschehen würde. Ja, das ist möglich und das haben auch schon viele aufgezeigt. Was aber wichtig ist, dass man weiß, die Zeitlinien können auch wechseln, weil das Bewusstsein sich auch kann verändern. Verändert sich das Bewusstsein auf der Menschheit, verändert sich die Zeitlinie, wiederum wird diese Prophezeiung vielleicht nicht in dieser Ganzheit eintreffen, vielleicht ein paar Teile, weil nur ein Teil davon noch relevant ist und der andere nicht mehr so relevant ist. Aber einfach, dass ihr wisst, jetzt haben wir, dass die Menschen das mal verstehen, das geschieht ja nicht nur in den Zeitlinien, das geschieht bei jedem Wesen auch. Wenn ich heute in meinem Bewusstsein bin und meinen Weg gehe, dann werde ich nach vorne schauen und dann werde ich in meinem Leben vielleicht Ziele haben, wo ich erleben möchte, das. Und das wäre eigentlich meine Zukunft, weil meine Energie so fließt. Würde sich mein Bewusstsein verändern, würde sich diese Geschichte auch verändern. Ganz einfach. Wiederum möchte ich da mal etwas sagen. Es hat mal ja jemand auch den Menschen gesagt, es ist möglich, im Körper wiedergeboren zu werden, sogar wenn man lebt. Im Feuer, aber im Feuer war gemeint, das ist das Bewusstsein. Wenn wir unser Bewusstsein verändern, dann verändert sich auch unsere Persönlichkeit, verändern sich unsere Ziele, verändert sich alles. Also in uns verändert sich auch eine Zeitlinie. Ist das so etwas Ähnliches, was wie bei einer Nahtoderfahrung passiert, weil Menschen, genau, die aus dem Körper rausgehen und dann kommen sie zurück, haben einen komplett veränderten Charakter? Ja, so, es ist ja nicht so, dass sie einen vorher Charakter haben. Jemand, der eine Nahtoderfahrung macht, macht eine außerkörperliche Erfahrung. Das heißt, seine ganze Struktur, sein ganzes Denken, sein ganzes Wissen, alles, was er wusste, wird in dem Moment relativ, weil
Er erkennt, dass es noch eine andere Realität gibt. Und dann geschieht nämlich in diesem Moment was? Ein Bewusstseinssprung. Ganz genau. Und jemand, der eine Nahtoderfahrung erlebt hat, die meisten werden sich sofort bewusst und sie werden sich auch bewusst, was das bedeutet für das eigene Leben. Und sehr viele werden extrem achtsam, weil sie wissen, das eigene Leben hat nämlich auch eine Konsequenz. Ganz genau. Das, was nachher kommt. Nicht in Form einer Strafe, aber es ist einfach eine Konsequenz. Es gibt ja noch ein paar Prophezeiungen, die noch nicht eingetroffen sind. Nehmen wir mal die von Garabandal, wo diese Mädchen gesagt haben, dass eine Zeit kommen wird, wo die komplette Menschheit eine sogenannte Lebensrückblick bekommt, eine NATO-Erfahrung für alle Mädchen zum gleichen Zeitpunkt, um sich dann entscheiden zu können, was sie tun würden. Denkst du, wir haben diesen Punkt schon überschritten oder ist das noch eine potenzielle Möglichkeit, dass es tatsächlich kommt? Also ich sehe das nicht als einen Moment. Ich sehe das als einen Prozess. Okay. Und dieser Prozess ist schon voll im Gange. Wenn man nämlich schaut, was in den letzten 3 Jahren geschehen ist in der Menschheit, durch sehr viele Situationen, die geschehen sind, wurden sehr viele Menschen bewusster. Das heißt, und jeder, der bewusst wird, viele haben eben Einblicke bekommen, wie es eben auch noch anders sein könnte. Ja, und dieser Prozess begleitet sich noch für eine längere Zeit. Dass die ganze Menschheit alles an einem Tag erlebt, das sehe ich nicht so. Ich sehe das im Leben immer in Form eines Prozesses. Das sind Schritte, weil, darf ich noch schnell etwas sagen? Ja. Das ist eben auch wichtig, weil wir müssen etwas unterscheiden. Das vergessen sehr viele. Für sehr viele Menschen wünschen sich ja, dass von heute auf morgen diese Erde, der Himmel auf Erden ist. Das weiß ich. Genau. Aber vielleicht ist das nicht ganz realistisch. Wisst ihr warum? Ich weiß, es wäre möglich. Aber warum ist es nicht ganz realistisch? Weil auf dieser Erde gibt es momentan, sagen wir mal so, 10 Milliarden Menschen, die inkarniert sind. Von diesen 10 Milliarden Menschen gibt es unendlich viele Menschen, aber die haben alle ein anderes Bewusstsein. Es gibt verschiedene Bewusstseinsstufen, versteht ihr? Und diese Bewusstseinsstufen sind auch wichtig, weil durch diese Bewusstseinsstufen in der Menschheit kann der Mensch vergleichen, nicht im Mangel, in der Vielfältigkeit des Bewusstseins, was alles auch noch möglich sein könnte. Und das ist wichtig, dass man dann ja weiß, jemand, wo vielleicht in einem höheren Bewusstsein ist, erkennt in dem Moment ja diese Öffnung. Aber bei anderen Menschen braucht es diese Schritte und ohne diese Schritte wird auch niemand bewusst, weil das ist ja wie, ich möchte ja schnell auch noch zu dem etwas sagen, man hört ja auch immer wieder, eben in der Spiritualität oder Esoterik hört man ja immer wieder, wir bewegen uns zu in die 5. Dimension. Ich möchte da einfach mal etwas sagen, also die 5. Dimension, die gab es schon immer. Es gab die 6., 7., 8., 9., 10., ich könnte jetzt weiterzählen und es würde nie aufhören. Diese Dimensionen sind alle da. Was jetzt einfach geschieht, ist, sagen wir mal so, die Bedingungen sind gut gemacht, dass mehrere Menschen es wahrnehmen können. Aber das geschieht nicht einfach von Tag auf Nacht. Das geschieht durch, die Menschen werden bewusster in ihren eigenen Themen und die, die bereit sind, weiterzugehen, erkennen, dass das Leben multidimensional ist, dass es auf verschiedenen Ebenen genau gleichzeitig geht. Und dann ist es so, ja. Aber dann nimmt man nicht nur die 5. wahr, dann wird es dort auch weitergehen. Und das ist der Prozess, wo wir eben auch momentan drin sind. Ja. Ist es nicht so etwas, wie die Jane Roberts mit Gespräche mit Seth in ihrem Buch verfasst hat, wo Seth als aufgestiegener Meister oder als jemand, der nicht mehr inkarnieren muss, ein bisschen diese Vielfalt, dieses Seins ein bisschen beschrieben hat oder versucht hat zu beschreiben? Ja, das ist so. Also die Vielfalt, eben, man würde das in einer anderen Form, könnte man das so nennen. Schaut es mal an. Wir erleben ja ein Leben hier in dieser Inkarnation und denken, das ist das Leben. Aber das ist nur ein Aspekt von einer Sicht von dem Leben, was wir momentan sogar am Leben sind. Das heißt, wir bewegen uns gleichzeitig in verschiedenen Dimensionen, in verschiedenen Bewusstseinszuständen. Bewegen wir uns und erleben das Leben in verschiedenen Formen, aber immer alles aus dem ewigen Sein. Aber es sind immer wieder verschiedene Aspekte. Die Frage ist immer, von welcher Richtung man schaut. Die Frage ist immer, in welcher Intention, dass man eben auch schaut. Das Spannendste ist ja, viele erleben ja auch, dass sie zum Beispiel Kontakt haben mit Wesen. Aber viele wissen gar nicht, sie haben mit sich selber auch manchmal Kontakt.
dem eigenen Wesen, wo in einer anderen Dimension jetzt da ist, wo eben auch diese Möglichkeit schenkt, weil es ja weiß, dass es ja das gleiche Wesen ist. Und sagen wir mal so, ich wähle jetzt dieses Wort, das höhere Wesen, aber es ist nicht höher hierarchisch, einfach mal um einen Unterschied zu machen. Das höhere Wesen in einem höheren Bewusstsein, das heißt das offene Bewusstsein, ist sich bewusst und miteinander, füreinander, ist sich bewusst der universellen Gesetze in allem. Und das würde immer in Liebe alles geben für dieses Wesen, was unterhalb in diesem unbewussten Zustand ist, damit es sich auch erheben kann. Damit eben dieses Wesen sich eigentlich, ja, sagen wir mal so, im eigenen Weg realisieren kann und die Vollkommenheit eigentlich ausdrücken kann. Das ist ja eigentlich das in anderen Worten. Der Weg des Menschen oder des Wesens in der Entfaltung, ja, in der Offenbarung Gottes. Dann sind diese Wesen, die auch aus anderen Zivilisationen hier sind, nichts anderes wie eine Art Geburtshelfer, ohne sage ich mal, bewusst einzugreifen, weil wir unseren eigenen Weg gehen müssen, dürfen. Ja, aber sie unterstützen ja auch. Sie unterstützen in dem Moment, dass sie auch mit Informationen, sie schenken Möglichkeiten, Sichtweisen, aber sie unterstützen schon nur mit ihrer Präsenz. Weil die stärkste Unterstützung ist die Präsenz. Manchmal braucht es keine Worte. Es braucht einfach die Präsenz. Aus der Präsenz kann so viel Kraft fließen. Das heißt, stellt euch vor, wenn es hier auf dieser Erde, sagen wir mal, ein dunkleres Licht ist und jetzt sind sehr viele Wesen auf dieser Erde mit einem hellen Licht. Was passiert? Es wird auch dort heller, wo es dunkel ist momentan. Mhm. Das heißt ja, nur dann wird dort die Erinnerung gegeben. Und jeder, der möchte, hat die Wahl, diesem Lichte zu folgen, dass er aber auch durch dieses Lichte, was er folgt, sich erinnert, dass er auch ein Licht ist und sein Licht nämlich auch scheinen lässt. Ja. Diese Propheten, diese ja, Wesen, die hier Informationen aus den anderen Ebenen transportieren, früher hat man sie Propheten genannt, das sind ja jetzt auch noch Anführungsstriche, diese Propheten auf dieser Erde, nennen wir sie nur anders oder kommen hier wieder welche? Gibt es schon irgendwie Prozesse, die in Gang gekommen sind? Also wie meinst du, ich habe jetzt nicht verstanden die Frage. Ob ja, früher gab's Propheten, ja, die es gab, wieder auf diese Erde kamen? Ja, ja, nein, sind jetzt auch Propheten hier, vielleicht nennen wir die nur anders. Jeder Mensch ist ein Prophet. Jeder Mensch ist ein Botschafter. Wenn er im Gleichgewicht ist, von Körper, Geist und Seele, wenn seine Gedanken sich öffnen in der Natürlichkeit, seine Gefühle sich öffnen in der Natürlichkeit, sein Körper in der natürlichen Bewegung ist, dann gibt es wie in einem Dreieck einen mittleren Punkt, das ist das Gleichgewicht im Gleichgewicht. Wenn dieser Zustand erreicht wird, dann wird das Gleichgewicht sprechen. Das war die Stimme, die durch die Propheten sprach. Und es war immer die gleiche Stimme, ja. Und einfach, ja, es waren schon sehr viele Propheten wieder inkarniert. Nicht, weil sie mussten. Gerade vor meinem Beispiel, ich habe es euch gesagt, die, wo ein erweitertes Bewusstsein haben, die wählen aus Liebe wieder, hier hinzukommen in der Form der Unterstützung. Es war nie ein Müssen. So immer dürfen. Ja, das ist so. Ja, das immer. Dann wird ja diese, wenn wir tatsächlich bewusster werden und du sagst, wenn wir bewusster werden, wir mehr Möglichkeiten in diesem Feld zur Verfügung stehen, freigeschaltet oder erfunden oder zugefallen oder Kreativität es steigt, um ja in diesem Prozess dieses, naja, die Menschen, die sind oder diese Zivilisation ein bisschen ins Ungleichgewicht geraten, weil sie, glaube ich, auch nicht mit dieser Natur. Wie siehst du das? Ist die Natur oder dieses System Erde ein unabhängiges System von Menschen? Sind wir hier nur zu Gast oder wurde dieses System eben für die Menschen geschaffen? Nein. Die Erde, Gaia, ist ein Wesen. Ein eigenständiges Wesen. Jetzt momentan, wenn wir auf dieser Erde sind, sind wir ein Teil von Gaia. Von der Erde. Unser Körper gehört der Erde. Es ist nicht unser Körper. Der gehört zur Erde. Das ist ein Teil von dieser Erde. Das vergessen sehr viele Menschen. Darum wird es auch sehr schwierig sein, wenn wir eines Tages das Gefühl haben, dass wir in andere Dimensionen und Realitäten reisen wollen. Solange, dass wir mit dem Körper reisen wollen, wird es schwierig, weil dieser Körper gehört der Erde. Es müsste eine Atmosphäre sein, die ähnlich ist wie die Erde. Aber das ist, es gibt es, aber nicht so an vielen Orten. Aber was wichtig ist, ist, dass wir wissen, ja, aber unser Wesen in uns, das ist nur als Gast hier.
Und darum ist es ja auch sehr wichtig, dass wir uns von dem bewusst werden. Ja, meine Frage war das, dass man nicht nur, wenn wir dieses Wesen als Lernprozess nutzen, als Lernumgebung nutzen das wahrscheinlich viele andere Wesen, die für uns jetzt in unseren Sinnen nicht sichtbar sind, ja auch als vielleicht Lernumgebung. Ja, das ist so, ja. Auf dieser Erde gibt es noch ganz andere Wesen. Die nehmen wir vielleicht noch nicht wahr, oder viele nehmen sie nicht wahr, weil sie eben in sich nicht, sagen wir mal so, eingetuned sind für diese Frequenz. Mhm. Wir erleben ja das, dass mittlerweile immer mehr Menschen auch Kontakte haben, nicht nur mit Wesen aus der geistigen Welt, viele haben auch Kontakte mit Wesen von anderen Dimensionen, also das heißt von anderen Planeten. Nur diese ist ja natürlich, die sind in einer anderen Erscheinungsform, weil es dort eine andere Dimension ist. Ja. Und das ist ja das Schöne in der Vielfalt. Aber wenn wir uns mehr öffnen, heißt das, dass wir mehr Möglichkeiten haben. Aber es ist ja ein Prozess, wo die Menschheit halt drin ist, weil sehr viele Menschen sind immer noch mit einem Programm in sich, mit der Angst, ja, das Unbekannte. Ja, genau. Aber wichtig ist nicht das Unbekannte. Das Wichtigste im Leben ist, schaut, wie ihr lebt. Wenn ihr im Leben die Liebe lebt, dann ist eure Frequenz hoch. Wenn eure Frequenz hoch ist, dann wird diese hohe Frequenz in Form eines Magneten auch diese Frequenzen anziehen. Wenn ihr im Leben nicht die Liebe lebt, in der Verurteilung, im Richten, dann ist die Frequenz tief. Und diese Frequenz wird auch andere Wesen anziehen. Und das ist wichtig, dass wir das nämlich auch erkennen. Der Schlüssel ist ja nicht die anderen Wesen. Schlüssel ist zu erkennen, dass wir wählen können, wie wir weitergehen möchten, wie wir unsere Frequenz erhöhen können. Desto mehr, dass wir die Frequenz erhöhen, in dem Moment wird es auch einfacher für uns auch sein, wieder mehr Wissen aus diesem Feld, aus diesem kosmischen Feld, wo schon alles enthalten ist, sagen wir mal, downzuloaden, hier auf diese Realität. Weil das ist ja das, was wir hier auch machen. Wir sind ja auch von diesem Feld gekommen und bringen einen Teil dieses Feldes hier in diese Erde, um es zu manifestieren. Nur sehr viele vergessen das, bleiben stecken in den eigenen Mustern und Programmen und identifizieren sich nur noch mit dem und dann geht das immer ins Vergessen. Irgendwann werden sie traurig, irgendwann sind sie frustriert, irgendwann ist es sinnlos. Warum? Weil sie nicht mehr in diesem Ausdruck sind, wie sie sein könnten, weil sie nicht sich seelisch ausdrücken, wie es eigentlich gedacht war. Und das ist wichtig, dass wir eigentlich wieder dort ansetzen. Der Schlüssel liegt bei uns, hier auf dieser Erde, in dem Moment, in unserer Geschichte, jetzt, wo wir gerade sind. Aber die Geschichte ist ja etwas, das ja auch mit diesem Wesen Erde zu tun hat, denn unsere Zivilisation mit der Technologie, mit dem Umgang mit diesen Wesen, ja, ist ja nicht gerade, wenn man es so sagen darf, sehr liebevoll. Und viele möchten diesen transhumanistischen Weg gehen, vor allem auch sehr viele Wissenschaft, die sagen, wir haben nur dieses Leben und das gehört maximal verlängert und maximal erhalten und unser Bewusstsein irgendwie auf einen Mikrochip runtergeladen und diesen technologischen Weg zu gehen, haben bestimmt andere Zivilisationen gemacht. Aber es liegt wahrscheinlich, gibt es dann hier einen Kipppunkt, wo man sagt, wo es dann hingeht oder ist der Weg von uns schon vorgezeichnet? Nein, der ist nicht vorgezeichnet. Also er ist, sagen wir mal so, der Weg der Entfaltung, der ist geschrieben, aber aus der Ewigkeit heraus. Aber wie wir wählen, weiterzugehen, das dürfen wir selber wählen. Hier auf der Erde nochmal gibt es ganz viele Menschen mit verschiedenen Bewusstseinszuständen. Jetzt wird es so sein, dass sehr viele lieber diesen Weg gehen und andere diesen. Wichtig ist, dass wir in uns in eine Akzeptanz können, dass wir nicht diesen Weg verurteilen oder diesen, dass wir sagen, das kann auch ein Weg sein und das auch. Aber vielleicht möchte ich im Moment, wenn es für mich so stimmig ist, weil ich mich nach dem sehne, weil das mir gefällt, eher diesen Weg gehen. Aber dieser darf auch sein. Und das ist ja das Schöne. Wenn die Menschen die Wege respektieren würden, würden wir profitieren können voneinander. Und das ist ja das Wichtigste. Und dort haben wir ja das große Potenzial, dass es Menschen gibt, die jetzt momentan sehr stark mit künstlichen Intelligenzen, eben auch mit Chip und alles weitergehen können. Ja, das ist so, weil das ist ja eine Technologie, die auch gegeben wird. Aber im gleichen Moment geschieht ja dieser Wandel auch auf der anderen Seite. Momentan öffnen sich auf der anderen Seite auch genau diese Tore. Das heißt, und irgendwann
werden sich die Menschen mehr und mehr bewusster werden, weil jetzt vergessen wir etwas. Wir haben jetzt nur von den Menschen gesprochen, aber wir leben auf der Erde und die Erde hat ein eigenes Bewusstsein. Und die Erde möchte auch ihren Bewusstseinszustand erhöhen. Das heißt, wenn die Erde den Zustand erhöht, wird es auf der Erde automatisch Erhöhungen geben. Versteht ihr? Und dort eben wird sich das mehr und mehr auch zeigen, aber dass es momentan auch so ist, ist auch natürlich, weil es war noch nie so eine starke Zeit wie jetzt, wo die Menschen so stark am Suchen sind, so stark in der Ablenkung. Warum? Weil die inneren Spannungen sehr groß sind. Und darum suchen Menschen nach einer Lösung. Und wenn wir diese Lösung nicht haben, ja, haben die Menschen schon immer gemacht, vielleicht erschaffen wir eine Intelligenz, die uns diese Lösung gibt, aber diese Intelligenz könnte uns auch diese Lösung geben. Aber den Weg kann die Intelligenz für uns nicht machen. Weil ganz genau. Bleibt immer noch bei jedem Einzelnen. Genau, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das zu erkennen, was du jetzt angesprochen hast, weil viele immer nur sagen, das ist der richtige Weg und das ist der falsche Weg. Auch dieser transhumanistische oder dieses Erkennen, dass irgendwann vielleicht es gar nicht möglich ist, das Bewusstsein runterzuladen, aber diese Intelligenz intelligent handelt, als wäre sie bewusst, das kann schon auch Vorteile haben. Man muss ja immer beide Seiten sehen. Alles. Und sogar dieses Thema, was für sehr viele schwierig ist, auch das ist vollkommen. Weil das ist auch eine Möglichkeit der Schöpfung. Weil sonst wäre es ja gar nicht möglich. Und das vergessen sehr viele. Alles sind Möglichkeiten der Schöpfung. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit diesen Möglichkeiten um? Nutzen wir diese Möglichkeiten im Miteinander, füreinander? Dann nutzen wir das Licht dahinter. Nutzen wir diese Möglichkeiten aus dem Egoismus heraus, um sich zu bereichern. Ja, das wird auch eine Konsequenz geben. Aber eben nochmal, das hat wieder auch mit den Frequenzen zu tun, wo ein Mensch drin sein möchte. Mhm. Jeder Mensch hat die Verantwortung für sich selber. Er kann seinem Leben nicht davon springen. Was wir heute machen, wird eine Konsequenz geben. Es gibt eine Gerechtigkeit und diese Gerechtigkeit ist Ursach-Wirkung. Niemand kann jemand aus der Ursach-Wirkung rausnehmen. Aber wir können, wenn wir uns bewusst werden, entgegenwirken. Das heißt, damit es sich wieder ausgleicht. Gianni, ich denke, wir werden dazu noch mehrere Gespräche führen müssen, weil wir haben hier bestimmt viele Fragen, die zurückkommen werden. Und da werden wir noch mal in die Tiefe gehen, auch vielleicht zum Vergleichen, ob diese Systeme, die wir hier haben, auch woanders genauso sind, auch in anderen Ebenen hier irgendwie Propheten unterwegs sind, auch dieses Gleichgewicht herzustellen oder ob das nur bei uns ist. Aber diesen Fragen werden wir dann in einem anderen Gespräch noch mal hinterhergehen. Und ich würde sagen, danke Gianni für dieses Gespräch, danke liebe Zuseher und wir hören uns sehen.